Die Rapperswil-Jona Lakers brauchten nur gerade 2 Minuten, um gegen das Schlusslicht Ambri Piotta in Führung zu gehen. Torschütze Reto Suri wartete, bis Thomas Bäumle zu Boden ging und lupfte dann die Scheibe geschickt über den Ambri Piotta-Torhüter. Wieder nur knapp 1 Minute später führten die Lakers bereits mit 2:0. Torschütze war Brandon Reed. Thomas Bäumle hinterließ bei diesem Treffer nicht den besten Eindruck und machte danach Lorenzo Croce Platz. Bis zum nächsten Treffer dauerte es 5 Minuten. Michel Riesen traf zum 3:0 für die Rapperswil-Jona Lakers. Es waren noch keine 10 Minuten gespielt. Ambri Piotta konnte von Glück sprechen, dass es nach 20 Minuten nicht noch höher zurücklag. Die Lakers trafen im ersten Drittel auch noch 2-mal den Pfosten. Mehr als 48 Minuten verstrichen ohne einen weiteren Treffer. Erst in der 55. Minute schoss Mauro Zanetti das 1:3 für Ambri Piotta. Wobei Schießen nicht das treffende Wort ist, stochen kommt der Sache schon eher näher. 1 Minute vor dem Ende traf Loik Burkhalter noch ins leere Tor zum 4:1 für die Rapperswil-Jona Lakers. Das war aber noch nicht das Schlussresultat. 16 Sekunden vor Schluss bezwang Lukas Grauwieler Lorenzo Croce zum 5:1.